Viele Menschen haben mich gefragt, wie es weitergeht. Bricht jetzt alles zusammen? Es spitzt sich doch zu. Was geschieht hier in Wirklichkeit? Kannst du uns bitte Klarheit beschaffen? Und diesen Fragen werde ich mich heute widmen. Und ich werde euch natürlich auch eine wundervolle Lösung anbieten, wie wir das alles sehr gut verarbeiten können. Und am Ende des Videos werde ich euch meine Katze zeigen, weil das habt ihr euch auch gewünscht. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal und ich habe dieses Buch geschrieben, das kosmische Wissen von den Plejaden. Wenn du dich dafür interessierst, findest du einen Link unter diesem Video und ich freue mich so sehr, dass dieses Buch endlich da ist. Ja, und dann wollte ich euch auch noch was mitteilen. Ich werde zwischen dem 23. und 25. September in Hofheim auf der Messe sein, auf der Grenzenlos-Messe. Dort könnt ihr mich persönlich treffen und es wird auch 3 Vorträge von mir geben. Ich schreibe später in den Community-Tab alles rein, sodass ihr das nachlesen könnt. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema, zu dem viele Menschen mich gefragt haben. Ich soll doch mal eine Sendung darüber machen. Wie geht es weiter? Spitzt es sich zu? Gibt es einen Ausweg? Wird der Winter dunkel? Das hat mich eine Nachbarin gefragt. Wird der Winter dunkel werden? Und ich habe am Anfang gedacht, was meint sie denn nur? Ja, und dann bin ich drauf gekommen, dass sie meint, wenn also die Geschäfte ihre Lichter nicht so lang anlassen dürfen oder wenn die Denkmäler nicht mehr angestrahlt werden. Und in dem Sinne, ja, es wird ein bisschen dunkler auf den Straßen werden, aber dennoch in uns leuchtet ja das ganz große Licht der Liebe. Die Durchsagen der geistigen Welt sind immer die gleichen, könnte man fast sagen. Sie betonen, bleibt ihr in eurer Mitte. Versucht euch nicht von äußeren Umständen erschrecken zu lassen oder aus der Mitte zu bringen. Denn sobald man aus der Mitte ist, ist man nicht mehr in seiner Kraft und die Angst nimmt umso mehr Platz ein. Wichtig ist es, in dieser schwierigen Zeit, durch die wir aber einfach durch müssen, es gibt keine andere Möglichkeit. Wichtig ist es, dass wir Gemeinschaften bilden, dass wir mit den Nachbarn uns gut verstehen, uns gegenseitig helfen und bestimmte Hilfsdienste vielleicht sogar anbieten, uns gegenseitig sehr gut unterstützen. Und was wichtig ist, ist die Familie, dass man sich in der Familie wieder verträgt, wenn manchmal etwas ja im Ungleichgewicht war, meinte ich. Guckt, dass ihr da vielleicht in die Vergebung gehen könnt und euch gegenseitig unterstützt. Wir machen nachher eine ganz intensive Übung, die uns von innen heraus stärkt und durch die Zeit durchkommen lässt. Denn alles, was geschieht, bedeutet ja, dass die alten Systeme zusammenbrechen und erst wenn etwas zusammengebrochen ist, kann ja das Neue entstehen. Und leider sind wir gerade in dieser intensiven Zusammenbruchzeit, sag ich mal. Und ich kann euch aber versichern, wir werden durch diese Zeit hindurchkommen. Das ist ganz klar, wir werden hindurchkommen und wichtig ist es, so gut wie möglich da hindurchzukommen. Und wichtig ist es auch für sich selbst mal festzustellen, wie reagiere ich jetzt auf die Veränderungen im Außen? Gehe ich gleich in die Angst oder gehe ich von einer Nachricht zur anderen, von einem Negativen zum anderen Negativen oder bin ich eher neutral und schaue eher auf mich? Und ihr seht schon, je neutraler man dem gegenübersteht, umso mehr bleibt man in der Kraft und kann dann auch für sich sorgen. Also jeder sollte für sich selbst überlegen, was er jetzt in dieser Zeit macht, wie er für sich sorgt, was er tut, damit es ihm dann auch besser geht. Und es gibt bestimmte Dinge, die man tun kann. Da dürft ihr euch informieren und es darf auch jeder selbst entscheiden, ob er Vorräte anlegen möchte, ob er ganz viele Kerzen oder ganz viel Wasser bunkern möchte oder auch nicht. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ich weiß nur, wenn man sehr ängstlich ist, dass es einem ein Gefühl der Sicherheit gibt, wenn man ein bisschen Vorräte angesammelt hat. Aber in einem normalen Haushalt gibt es sowieso immer
eine gewisse Art von Vorrat. Ich weiß noch, bei meiner Mutter, da war das so, die hatte immer ein paar Packungen von jeder Sorte zu Hause, so dass wir da nie Not hatten. Also, wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die jeder selbst für sich fällen muss. Diese schlimmen Zeiten hören auch wieder auf. Und wir sind natürlich jetzt, sag ich mal, mittendrin und es könnte schon auch noch sich ausweiten. Also, dass es eben auch noch länger dauert, vielleicht sogar noch nächstes Jahr, dass wir in dieser Zeit sind. Es sieht fast so aus, genau weiß man es nicht, wie schnell das alles wieder in den Griff kommt. Aber wenn du dir überlegst, dass ja die alten Dinge fallen, bevor die neuen beginnen können, sind wir erst am Anfang von dieser Umwälzung, von dieser Änderung. Und was auch noch sich ändern wird, und das sind die Werte. Die Bewertung der Werte, also das Materielle, wird nicht mehr so sehr an Bedeutung erlangen, sondern mehr die Gefühlswelt, die Liebe, diese inneren Werte, die Emotionen, die man hat, um sich gegenseitig zu helfen. Und da lege ich euch ans Herz, gründet Gemeinschaften, wo ihr euch unterstützen könnt. Und vielleicht habt ihr ja sogar etwas zum Tauschen. Denn es könnte ja sein, dass es mal so ist, dass ihr euch gegenseitig, dass jeder etwas hat, was der andere gerne möchte, und dann tauscht ihr einfach mit den Fähigkeiten, die ihr habt. Zum Beispiel kann jemand vielleicht besonders gut aufräumen, besonders gut putzen oder irgendwie mit dem Handwerkszeug gut umgehen, oder jemand kann gut auf Kinder aufpassen, oder du bist gut in der Heilung, hast Ausbildungen gemacht für die geistige Heilung oder hast Ausbildungen im Kartenlegen oder im Händeauflegen, in Reiki. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich weiterbilden kann. Und da möchte ich euch auch unsere Ausbildung ans Herz legen. Ich hatte jetzt erst letzte Woche mit einer Dame gesprochen, die war so begeistert. Sie hat die geistige Wirbelsäulenbegradigung, macht sie an immer wieder, hat sie Kunden, bei denen sie das macht, und die sind alle so dankbar. Und das ist eine schöne Sache, wenn man so etwas weitergeben kann. Und gerade in Zeiten, wo es eben schwierig ist, gewinnt diese Art der Hilfestellung noch viel mehr an Wichtigkeit. Also nutzt die Zeit jetzt, um eure Fähigkeiten auszubilden, um euch da noch bestimmte Dinge zu lernen, die ihr dann nutzen könnt, wenn es mal gefragt ist. Also das ist ganz wichtig, dass ihr das auch jetzt ernst nehmt und ja, für euch selbst sorgt. Denn das ist auch etwas, wo ich sage, man sorgt für sich selbst, indem man sich bildet. Denn Bildung ist etwas, das kann einem niemand wegnehmen. Und wenn ich jetzt noch mal auf die handwerklichen Dinge komme, ein Handwerker, ja, den haben alle gern, weil der viel, viel machen kann. Und solche Dinge werden jetzt immer mehr an Wichtigkeit erlangen. Und zum Beispiel könnte man auch Kräuterheilkunde, ja, die ganzen Kräuter kennen und oder die ganzen Pilze. Also es gibt wirklich tausend Dinge, und ich denke, euch fällt da auch alles Mögliche dazu ein. Wichtig ist, dass wir unsere Gemeinschaft stärken, unsere Familien stärken, unsere Nachbarschaft stärken. Und wenn noch alter Groll oder irgendwas vorhanden ist, einfach das loslassen und das höhere Ziel vor Augen haben. Denn wir gehen ja auf etwas ganz Großes zu, auf etwas Wundervolles, was aus dieser Krise entstehen darf. Und wir sind jetzt am Anfang der Krise. Also es ist schon nicht so einfach. Aber gemeinsam mit dem Licht und der Liebe und mit dem Beten, ihr Lieben, mit dem Beten. Wir hatten auf dem spirituellen Treffen so schön zusammen gebetet in dem Quantenlichtfeld. Das war so wundervoll. Und wenn ihr solche Dinge tut, das kann jeder für sich auch tun, dann kommt ihr in die positive Energie und kommt auch gut durch die Zeit hindurch. Und wir werden jetzt als nächstes gleich diese tolle Übung machen, die ich also in einer Meditation euch zeigen werde, wie ihr sofort wieder in eurer Kraft seid, egal was draußen passiert. Und das ist so wichtig. Bitte lasst es von einer negativen Nachricht zur anderen negativen Nachricht zu gehen, wenn ihr könnt. Oder schaut
hin, schaut genau hin, was euch versprochen wird, ob das wirklich so ist, ob das wirklich die Wahrheit ist. Es gilt jetzt umso mehr denn je, innen im Innersten zu prüfen, ist es richtig für mich, ist es gut, soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Schaut auf euch, dass es euch gut geht. Das ist mein Herzensanliegen. Und nach dieser Meditation werde ich euch ein paar Bilder von meiner Katze zeigen. Also jetzt wünsche ich euch gleich ganz viel Freude dabei. Ach so, ich wollte mich noch einsprühen, das ist auch ganz wichtig mit der Reinigung erstmal. Und dann mit meiner Ursprungsenergie. Das hilft mir auch sehr, mich intensiv zu verbinden. Und so wünsche ich dir gleich ganz viel Freude. In der heutigen Welt kann es schwierig sein, seine wahre Bestimmung zu finden oder sich mit seinem authentischen Selbst zu verbinden. Es gibt so viele Ablenkungen und Geräusche, die uns davon abhalten können, inneren Frieden zu finden. Deshalb möchte ich jetzt diese einfache Übung mit euch teilen. Diese Übung wird dir helfen, deine innere Mitte zu finden und dich mit deinem authentischen Selbst zu verbinden. Wir beginnen damit, dass du einen tiefen Atemzug nimmst und du deine äußere Aufmerksamkeit auf deine innere Aufmerksamkeit legst. Du wirst deine Gedanken, Gefühle und Empfindungen intensiver wahrnehmen. Und nun konzentriere dich auf deinen Atem und atme dreimal tief ein und aus. Dann stell dir vor, wie aus deinem Herzen eine goldene Sonne entsteht. Mit jedem Atemzug wird diese Sonne heller und heller, bis sie deinen ganzen Körper mit Licht ausfüllt. Das Licht ist warm und tröstlich und es umgibt dich mit Liebe. Jetzt konzentrierst du dich auf dein Herzzentrum. Du stellst dir eine Kugel aus weißem Licht vor, die sich von deinem Herzen aus ausbreitet. Mit jedem Atemzug dehnt sich die Kugel aus, bis sie deinen ganzen Körper ausfüllt. Das Licht ist rein und heilend. Und es umgibt dich mit Frieden. Jetzt stellst du dir einen Ball aus grünem Licht vor, der sich von deinem Herzen ausbreitet. Mit jedem Atemzug dehnt sich der Ball immer mehr aus, bis er deinen ganzen Körper ausfüllt. Dieses Licht ist erfrischend und verjüngend und es umgibt dich mit Heilung und Vitalität. Jetzt konzentrierst du dich auf deine Füße. Stell dir vor, dass Wurzeln aus deinen Füßen wachsen und dich im Boden verankern. Mit jedem Atemzug werden die Wurzeln tiefer und stärker, bis sie das Zentrum der Erde erreichen. Die Wurzeln sind erdend und stabilisierend und geben dir ein Gefühl der Sicherheit.
Konzentriere dich nun auf dein drittes Auge und stell dir eine Kugel aus blauem Licht vor, die sich von deinem dritten Auge aus ausbreitet. Mit jedem Atemzug dehnt sich die Kugel weiter aus, bis sie deinen ganzen Körper ausfüllt. Das Licht, welches dich jetzt umgibt, ist ruhig und friedlich und es trägt die göttliche Weisheit. Nun konzentriere dich schließlich auf dein Kronenchakra. Du stellst dir einen Ball aus violettem Licht vor, der sich vor deinem Kronenchakra ausbreitet. Mit jedem Atemzug fließt dieses violette Licht in dich hinein und der Ball dehnt sich aus, bis er deinen ganzen Körper erfüllt. Das Licht, welches dich jetzt umgibt, trägt Glückseligkeit, ist erhellend und umgibt dich mit deiner Spiritualität. Nun nimm dir ein paar Momente Zeit, um in der Stille zu sitzen und die Energie des Lichtes um dich herum zu spüren. Lass es dich erfüllen und deine Seele nähren. Genieße jetzt diesen Moment. Und dann nach einer Weile, wenn du spürst, wie alles Negative von dir abgefallen ist, wie deine Stimmung sich erhellt hat und du Sicherheit und Kraft in dir findest, komm langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück und bringe diese Energie des Friedens, des Vertrauens in deinen Alltag. Du wirst spüren, dass du jetzt viel mehr verbunden bist, dass du stark bist und dass du gut durch diese Zeit hindurchkommst. Dann bewege Hände und Füße und sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Ich danke dir sehr, dass du mitgemacht hast und nun auch diese wundervollen Energien in dir trägst. Und nachdem ich mich verabschiedet habe, werde ich noch Bilder von meiner Katze einblenden. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, eine Herzensumarmung und ein Küsschen für euch. Bis zum nächsten Mal.